Hallo liebe Leute, so ein Kochvideo ist schon gelaufen, jetzt folgt das zweite Kochvideo. Heute wollen wir nicht kochen, heute werden wir backen. Und zwar wird es geben einen russischen Zupfkuchen. Bei Instagram gab es schon mal eine Story dazu, da hat man schon mal den ersten russischen Zupfkuchen zu Hause selbst gebacken gehabt. Jetzt nochmal ein Video bei YouTube. Ganz kurz, was brauchen wir alles dazu? Wir haben eine Springform 26 cm, wir brauchen einen Mixer dazu, wir brauchen unsere Schüsseln dazu. Unsere Zutaten, dazu haben wir Weizenmehl, wir haben Zucker, wir haben jede Menge Butter, also Butter ist viel drin. Wir haben Vanillezucker, wir haben 4 Eier, wir haben Backpulver, wir haben Vanillepudding und wir haben Speisequark und Kakao. Das sind die einzelnen Zutaten, die wir alle brauchen. Die einzelnen Mengen kommen nachher gleich, wenn wir sie in die Schüssel reinmachen. Das ist erstmal alles das, was wir brauchen. So, als erstes fangen wir an mit dem Teig. Dazu habe ich schon mal die Zutaten vorbereitet. Für den Teig brauchen wir 150 Gramm geschmolzene Butter. Hier habe ich schon mal 150 Gramm Butter drin. Die schmelzen wir gleich noch kurz in die Mikrowelle, 30 Sekunden ungefähr bei 600 Watt. Dann wird die relativ gut flüssig, dass wir sie verarbeiten können. Wir brauchen 150 Gramm Zucker. Wir brauchen 200 Gramm Weizenmehl. Wir haben 30 Gramm Backkakao. Wir brauchen ein ganzes Päckchen Vanillezucker und 2 Teelöffel von dem Backpulver. Das alles verrühren wir nachher gleich. Jetzt schmelze ich erstmal die Butter und dann kommt das nächste, wenn wir alles zusammen verrühren. So, als erstes vermengen wir erstmal alle trockenen Zutaten, das heißt eben Mehl, den Zucker dazu, den Backkakao, wie gesagt spezieller Backkakao, das ist kein ganz normaler Kakao, den wir hier verwenden, ein ganzes Tütchen Vanillezucker. Und 2 Teelöffel Backpulver. So, dann das eine Ei. Und wie vorher erwähnt, die geschmolzene Butter. In der Mikrowelle habe ich das, wie gesagt, vorbereitet, 150 Gramm. So, nachdem wir jetzt den Teig vorbereitet haben, bereiten wir jetzt die Füllung vor für den russischen Zupfkuchen. Ich sage mal ganz kurz, was wir alles brauchen. Wir haben 500 Gramm Speisequark, Magerstufe. Wir haben wieder ein Päckchen Vanillezucker. Wir haben ein ganzes Päckchen Vanillepudding. Wir haben 3 Eier, 250 Gramm Butter, die wir jetzt nachher gleich noch verflüssigen werden. Genauso wie mit dem anderen, wieder in die Mikrowelle, 30 Sekunden ungefähr bei 600 Watt, dann ist die schön flüssig. Und ich habe schon 200 Gramm Zucker, habe ich schon abgemessen gleich in meinem Rührgefäß. Werden wir jetzt alles wieder vermengen, das wird unsere Füllung für den russischen Zupfkuchen. Jetzt haben wir die Zutaten für die Füllung, haben wir alle schon in der Rührschüssel drin. So als kleiner Tipp von mir, Flavor Drops, davon noch ein paar mit rein. Da wird es einfach noch ein bisschen vanilliger, als wie es schon durch den Vanillezucker wird. Man kann natürlich auch eine richtige Originalschote nehmen und kann die Vanilleschote abkratzen, aber die Drops sind eigentlich wirklich eine gute Alternative dazu. Die machen wir mit rein. Wir machen 8 Tropfen davon rein, das sollte eigentlich ganz gut reichen. Also wir haben unsere Kuchenbackform, 26 cm, habe ich jetzt eingefettet nochmal mit Butter, dass der Kuchen nicht anbrennt. Unseren Teig, den wir als erstes vorbereitet haben, habe ich halbiert in 2 gleich große Hälften. Die eine Hälfte werden wir jetzt gleich einfüllen in die Backform, die andere Hälfte sind nachher die Streusel, die oben drauf kommen. Hier drüben ist schon unsere fertige Füllung. Ich fange jetzt erstmal an mit der Hälfte vom Teig, den Teig unten als Grundlage in die Backform zu bringen. Während wir das machen, heiz ich gerade den Backofen schon vor, 180 Grad, dann wird er schon heiß, wenn der Kuchen nachher reinkommt. Okay. Wenn wir jetzt die Hälfte des Teiges in die Kuchenform unten eingebracht haben, versucht es, wie gesagt, wenn ihr es ausbringt, einfach am Rand ungefähr 2 cm ranzulassen, wenn ihr es ein bisschen hocharbeitet. Das klappt eigentlich ganz gut. Danach kommt die Füllung rein. Die Füllung hat man vorbereitet gehabt.
Lass mal schön einlaufen. Ganz zum Schluss, wie gesagt, die andere Hälfte vom Teig kommt nachher oben drauf als unsere Streusel, die man so gut kennt von dem russischen Zupfkuchen. Die kann man, wie gesagt, nach Herzenslust verteilen, auch von der Größe her variieren. Die einen mögen halt mehr größere oder eben halt kleinere, je nachdem, bis alles im Kuchen verschwunden ist. Das von der Schüssel wird ja auch noch gegessen. Letzte bisschen für mich. Du musst da nicht drauf drücken. Man muss nicht mit dem die Schüssel auskratzen. Ich dachte, du machst das noch in den Kuchen rein. Nee. Du wirst keine Geheimnisse mir noch entlocken. Der Kuchen ist soweit vorbereitet, Ofen ist vorgeheizt auf 180 Grad. Jetzt muss der Kuchen noch für ungefähr eine Stunde bei 180 Grad fertig backen. Wie gesagt, immer mal beobachten, dass er oben nicht zu dunkel wird. Da kann man notfalls immer noch mal eine Silberfolie drauflegen, dass er oben nicht ganz so dunkel wird, gerade durch den Quark, dass der nochmal nachbräunt. Circa eine Stunde soll er fertig sein. Der Kuchen ist jetzt fertig, ist abgekühlt, war eine Stunde im Ofen. Es hat eigentlich gut funktioniert mit der Zeit. Den werde ich nachher gleich probieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet irgendwie ein bisschen was mitnehmen, könnt den nachbacken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen da. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Backvideos sehen wollt oder Kochvideos von mir. Lasst ein Rezept da. Wie gesagt, ich gebe mir Mühe, dass ich irgendwie zu allen möglichen Sachen mal ein Video drehen kann. Das sind meine ersten Videos. Mal schauen, was noch kommt. Ich bedanke mich, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.